So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Das ist das letzte Spiel dieses Jahr. Danach ist es vorbei dieses Jahr. Das ist das letzte Game und ich verabschiede mich mit Xayah. Diese vor einem Jahr, wenn wir dahin zurückblicken. Ich war noch nicht platziert. Da habe ich gerade mit LOL angefangen. Nicht ganz. Ich habe das Spiel schon 3 Monate gezockt und es ist doch eine krasse Sache, was so in der Zeit passiert ist. Ich bin im Frühjahr, Sommer bin ich einem LoL-Verein beigetreten, um das Ganze auch in meiner Freizeit im Real Life zu machen. Das war doch ein ziemlich wichtiger Schritt für mich. Aber überlegt mal, vor einem Jahr war ich Level, keine Ahnung, 20 oder so, vielleicht. Oder vielleicht war ich schon 30, was weiß ich. Ich hatte irgendwie 20 Champions oder so in die Richtung und habe mal mit ganz anderen Leuten gespielt, als ich heute spiele. Die haben mir LOL beigebracht. Ich habe damals auch gewisse Leute kennengelernt. Uff, es ist laut. Die mir dieses Spiel nahegebracht haben. Und denen bin ich sehr dankbar. Hey Saki, ready to rough someone up? Auch Leute, die bei denen ich on-stream zugeschaut habe, um mir LOL zu erklären. Vielen Dank dafür. Und LOL ist ein richtig geiles Spiel. Und ich werde dieses Spiel wahrscheinlich mein Leben lang spielen. So sieht es momentan aus. Weil es einfach so ein tolles Spiel ist. Wir genießen jetzt einfach nochmal das letzte Spiel. Das letzte Mal, dass ich mich hier ins Gebüsch stelle in diesem Jahr. Ich trinke hier nochmal Wasser aus. Ja, man sieht das durch den Greenscreen nicht. Wir haben gesagt, wir spielen jetzt mal Full Marksman, deswegen machen wir das jetzt auch. Lil. Let's go. Ich bin jetzt übrigens Xayah OTP geworden. Ich spiele momentan nur Xayah, nichts anderes. All this starlight is ruining my natural evil blood. Und auf jeden Fall ADC Main. Werde ich im nächsten Jahr meine Main-Rolle. Und ich habe jetzt schon eine Weile geübt. Es geht jetzt richtig los. Ja, da bin ich noch hingeflasht, aber es hat nicht funktioniert und wir waren direkt überrascht von dem Twitch. Läuft bei uns. Uff. Ich hab's probiert. Dreams are only real until you wake up. Aber ich habe mir schon sowas gedacht. Ja, weil, ja, wenn die Twitch haben, dann ist das eigentlich klar. Aber es ist eh ein Game, wo nicht getradet wird. Das letzte Spiel in diesem Jahr. Who needs love when you've got a cloak made from dark matter knives? Hätte ich nur noch Flash. Aber ich habe jetzt, und da kann ich schon mal einen kleinen Trick verraten. Wenn ihr ADC spielt und low seid, hittet die Minions so oft wie möglich an. Vorsicht. Warum? Ihr habt nämlich Passive Lifesteal, das ist zwar überhaupt fast gar nichts. Aber es ist mehr als man, es bringt was. Auch wenn es nur 2% sind. Das bringt vielleicht euch pro Hit so 5 Leben. Und wenn ihr mal überlegt, so 20 Auto-Attacks, 100 Leben. Oftmals entscheiden halt 100 Leben so ein Trade, vor allem wenn ihr nur 700 habt.
Naja, jetzt nicht. Okay. Läuft ganz. Heute nicht. Heute wird es keine Trades entscheiden. Leider. Ich hole mir mal einfach mal Boots. Ganz einfach, damit ich besser moven kann. Übrigens, wenn ihr merkt, dass das. Gerade wenn ihr eine Lux habt, gut, normalerweise komme ich mit Lux ganz gut klar. Aber wenn ihr sowas habt wie, ja, was weiß ich. Irgendwas, wo ihr sagt, komme ich nicht mit klar. Dann lasst das besser sein. Dann kauft euch Boots. Einfach um besser kiten zu können. Los, ihr müsst rein. Schade. Ja. Hätten die noch was? Meiner. Das war so unlucky. Wow. Wow. Ich dachte mir, okay, die kriegen den eh nicht mehr. Und dann kam tatsächlich noch der Hit raus. Und tatsächlich, auch wenn es knapp oder nicht, diesen Boots haben mir gerade zu 300 Gold gegeben. Sonst hätte ich ja noch nicht meinen Assist gekriegt. Weil ich eben schnell genug rangekommen bin. Nein, zum Kiten sind die Boots recht gut. Xayah ist jetzt nicht so unbedingt der Kite. Heavy ist der Champ. Und ich war kurz davor, mir ein Seal zu holen. Seal, oder? Einen Karl zu holen. Uff. Hammer. Wir traden 1 für 1, das ist fein. Vor allem, weil wir behind sind. Und jetzt steht schon 2 zu 2. Insgesamt. Und ich glaube, wir gehen jetzt erstmal den Standard. Also das macht am ehesten Sinn jetzt. Ja, wir kaufen für uns jetzt mal richtig greedy. Es ist das letzte Spiel im Jahr, wir tryharden nicht. Sonst hätte ich auch ganz anders gespielt. Es ist ein Fun-Game. Und ansonsten sieht es eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Wir sind Full AD. Wir haben uns gesagt, ich bin ja Full Marksman, wir sind ja Full AD. Und deshalb wundert es mich stark, dass die Gegner einen Tank gepickt haben. Wir sind natürlich in einem Ranked-Game. Deshalb wundert mich. Aber es ist ein Fun-Game und trotzdem will ich hier auch gewinnen. Trotzdem habe ich ein bisschen mehr Farm als Kaiser. Gut, Early mit Kaiser zu farmen ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ist sich. Nein, mein Cannon! Nice. Übrigens auch ein kleiner Tipp an alle ADCs, aber die meisten werden das wissen, weil das eigentlich Basics sind. Geht so nah wie möglich an den Minion ran, den ihr outtot. Schade. Ich dachte, dir willst wissen. Uff. Die machen den Drake. Nein, 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 du cues mich doch sicher. Als ob. Ich war doch in dem Busch. Wie konnte er mich da outtun? Egal.
Haben die keinen gekriegt? Was? Ich dachte, die Lux ist easy. Ich gehe auf die Kaiser. Und dann haben sie irgendwie die nicht gekriegt. Never mind. Auch mir passieren manchmal noch solche Dinge. Kann jedem mal passieren. Ach, come on. Also sowas ist dann unnötig. Ganz ehrlich. Why is it so bright out here? Can't we hear the sun or something? It's literally a sun. Den hätte ich, glaube ich, eh nicht mehr gekriegt. Enforcing order on a chaotic universe was never fun. Marzwart, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen im Stream. Das ist heute leider mein letztes Game, aber ja. Leider zu wenig gehittet. Schade, hätte fast geklappt. So, ich bin gerade selbst am überlegen, was machen wir am besten. Ja, vielen Dank für dein Follow. Damit bist du der 65. glaube ich. Das ist ein Double. Ich wollte schon healen. Die eine Wave nehmen wir noch, dann geht's back. So, vielleicht konnte ich denen noch diese Wave denyen, man weiß es nicht. Ich habe aber Angst vor dem Twitch, da wurde zwar irgendwie oben was gepinkt. Aber ich bin mir nicht sicher. Deshalb gehen wir mal lieber basen. Und es war gut, dass wir da nochmal die Minions geklärt haben. Das hat uns ermöglicht, jetzt mit 4 Kills daraus zu gehen. Ziemlich geil. Aber auf jeden Fall, vielen, 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 vielen lieben Dank für dein Follow. Damit bist du der 55. bei uns im Bunde. Herzlich willkommen. Vor allem das Witzige ist ja... Also ich habe das Bild gar nicht gesehen vom Follow, aber ich habe es ja gehört und es ist auch im Chat gelesen und es wird auch angezeigt. Aber die ganzen Streaming-Plattformen haben gerade Probleme, die Zuschauer, wenn ich... Jetzt stompen wir die. Oh oh. Fuck. War leider nicht in Range. Oh ne, die sind noch zu zweit. Ja, jetzt bin ich suppressed. Schade. Wir hätten die fast sogar noch beide gekriegt. Oh mein Gott, sind wir fett. Und wie ein Damage. Holy shit. Uff. Könnte so längst nichts. Ich frage mich aber an alle ADC-Mains da draußen. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt noch lohnt. Wenn man 500 Gold hat und den Infinity Edge hauen will. Was holt man sich dann? Also ich kaufe mir dann immer einen Dagger, weil ich baue ein BF-Schwert, dann baue ich noch eine Pickaxe und dann upgrade ich es aufs Infinity Edge hoch. Und dann hole ich mir schon mal einen Dagger mit. Was heißt das Dagger? Ja, ein Dagger, sorry. Ein Dagger und dann ist das eine ziemlich geile Sache.
Hey, bei Twitch ist irgendwie gerade alles down. Auch die Streaming-Plattform laggen ein bisschen. Typisch Stream ist fast komplett down. Na, ja, schade. Schade, unlucky. Die... Nein! Oh Mann! So ein bisschen Attack-Speed auf ihr schadet übrigens auch nie. Vroom. Die haben sie beide. Die haben sie beide. Was für Surrender? Also wir sind behind. Mann, Leute! Man surrendert nicht! Ich habe es 100 Mal erklärt. Ach, der Twitch hat 8 Kills und ich habe den Wolf gewonnen. Scheiße. Oh mein Gott, ich habe den Twitch One gewonnen können. Elf Federn, das war eine ganze Menge. Mehr habe ich leider nicht. Ich glaube, 11 ist doch so ziemlich mit dem Maximum. Von dem, was man haben könnte. Ach so, der Twitch ist fett. Ja, wir scalen einfach. Ja, wir scalen ihn einfach so fertig. Aber pass auf. Uff, der wird ja richtig schön gefeedet. Die ist aber geroutet, damit sollte die eigentlich tot sein, jawohl. Good job. Nice gemacht. Richtig nice gemacht. Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, noch irgendwas zu bringen, weil... Was willst du da bauen? Wir bauen gerade zwei Items gleichzeitig. Aber wir werden hier halt ziemlich hart gegankt gerade. Das ist ein bisschen schwierig für uns. Farmen können wir auch noch nicht. Also. Es ist ein hartes letztes Spiel. Aber. Das ist doch toll. Das ist doch toll, dass das letzte Spiel so schwierig ist. Oh je. Yeah. Ja, die feeden sich gerade gegenseitig hoch, die haben 20 Kills zusammen. Uff. Aber es ist das letzte Spiel des Tages, da kann man schon mal enden. Außerdem, sollten wir trotzdem haben. Der Twitch. Ich weiß nicht, ob die noch kommen will. Die Fiora, ey. Das ist halt Fiora, wenn sie fett ist.
haben wir auch keine Chance mehr gegen die. Vier Marksman, die 5 Marksman, die Challenge hatten wir schon mal. Die haben wir echt knapp verloren, wir hätten die aber auf was noch gewonnen. Die hätten wir echt fast noch gewonnen. Die Challenge. Schade eigentlich. Können die mal aufhören zu intern? Ich weiß nicht, was die da machen. Also an sich ist ja okay. Was? So, wir fahren jetzt einfach. Hey Wachkippe, willkommen im Stream. Wir haben das leider verkackt. Komme ich leider nicht ran. Uff. Irgendwas hat ihn gekillt, ich weiß nicht genau was. Shutdown. I love it. Auf jeden Fall, das ist heute der letzte Tag. Beziehungsweise, was heißt der letzte Tag? Das ist der letzte Stream für dieses Jahr. Beziehungsweise das letzte Spiel dieses Jahr. Aber schön, dass du nochmal reingeschaut hast. Anybody wanna join the dark side? No? I tried. Die Fiora, die will mich doch so hart. Probier's gar nicht erst. Ciao. Sollten sie haben. Good job. So. Das Einzige, was ich an Xayah ein bisschen doof finde. Gut. Man kann halt nicht alles haben, dass sie keine Global hat. Manchmal denkt man sich, wenn ich jetzt eine Global hätte. Was nicht heißt, dass ihre Ulti scheiße ist, die ist ziemlich geil. Aber man kann halt einfach nicht alles haben. Uff. Die macht ja Schaden. Lol, was die baut. Das ist unser letztes Spiel. Oh, Vorsicht. Uff. Und da... meine Theorie ist ja immer noch, dass man Leute fürs Surrendern reporten kann, weil... ich erkläre euch gleich wieso. Ich jetzt jemanden reporten würde, ich werde ihn natürlich nicht reporten, kann man immer hier auswählen... hier, wo ist es? Q
Grieving, giving up. Und giving up heißt aufgeben, also was dasselbe ist wie surrendern. Ist surrendern Bankrott? Sollten sie auf jeden Fall einführen, finde ich. Weil surrendern, sowas macht man nicht. Ich weiß nicht, wieso die Funktion überhaupt eingebaut haben. Das war es auf jeden Fall schade. Ich denke mal, wir hatten guten Damage. Joa. Wir hatten auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Most Damage im gesamten Team, obwohl wir bei Minute 23 sind. Und wenn das ins Late Game gegangen wäre, wir hätten sogar noch viel mehr Damage gemacht. Das war's aber jetzt auch, meine Freunde. Ich muss los. Es war ein schönes Jahr 2019 mit euch. 2020 kommt bald. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen, macht's gut, tschüss.